So, willkommen zurück, Factorio. Schauen wir mal. Mir fällt gerade auf, ich habe so einiges noch gar nicht benannt, was hier hergestellt wird. Das sollten wir mal ändern. Hier wird hergestellt. Das da. Außerdem. Das da. Und das da. So, jetzt haben die Robis gleich was zu tun. Müssen wir den Scheiß liefern hier. Sollen sie auch machen. Sind ja gleich fertig. Flup, flup, flup. Und das war's auch schon. So. Hier oben geht gerade noch die Post ab. Da werden eben die Öfen hergestellt. Ich habe jetzt mir jetzt schon mal die ersten geschnappt. Habe mir Lichtbogenöfen, glaube ich, auch irgendwie geschnappt. Habe ich gedacht. Ja. Hier 250 Lichtbogenöfen. Habe noch Electric Metal Mixing und Electric Chemical. Hab das ganze Zeug also drin. Wunderbar. Die Metal Mixing habe ich jetzt hier aufgestellt. Und die werden wir jetzt aktivieren, indem wir ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Tungsten. Wolframplatte. Oder Wolframbarren. Je nachdem, wie man es sagen will. Ne? Let's fetz. Weil das hier ist ja doch eher ein Barren. Der Spaß an der Geschichte wird jetzt der werden. Wie viel macht denn der davon? Der macht dann nämlich gleich auch mehr, ja. Der Spaß an der Geschichte wird werden, dass das Nickel so weggefressen wird, dass es wahrscheinlich nicht hinterherkommt. Aber gut, müssen wir sehen. Kann auch passieren, dass mir irgendwie was anderes wegfliegt. Also, ich weiß nicht, wie es mit Hydrogen aussieht, ob das genug ist, ob das Tungsten, Agate oder Acid, ob das genug wird. Ja, Wasserstoff, Chlorwasserstoff wird alles ein bisschen schwierig, aber mal gucken, vielleicht wird es ja. Ja, die scheinen eigentlich gut hinterherzukommen. Die haben eine Herstellgeschwindigkeit von 2, ne? Mindestens. Ja, die füllen das. Trotzdem, dass da draußen jemand rausnehmen will, füllen die das. Ist in Ordnung. Und auch die hier scheinen hinterherzukommen, die das Wolframpulver machen. Oder pulverisiertes, wie heißt der Scheiß? Pulverisiertes Wolfram, ja. Oder Wolframpulver, wahrscheinlich eher. Ja, es geht schon. Okay. Brauch halt hier wieder, ja. Flüssigtreibstoff, aber ob das sinnvoll ist, ja, ach komm, passt schon. Das wird schon. Ich habe nur die Befürchtung, ja, das kommt nicht so ganz hinterher. Das Zeug, also, ja, naja, das könnte schwierig werden. Die fressen schon ganz schön weg. Also, das Wolframpulver kriegt Probleme. Aber gut, egal. So, hier wird es jetzt reingefüllt, passt. Okay, dann haben wir hier ja auch was vorbereitet gehabt. Was ist denn das dann eigentlich? Chemieofen? Ich glaube, ne? Ja, Chemieofen. Okay, machen wir auch. Erstmal müssen wir es natürlich verbinden. So, dann haben wir hier eine Verbindung hier drin. Habe ich das auch schon gesagt, dass das alle 4 Ticks sein soll? Habe ich, das ist schön. So, dann gib mir den Chemieofen bitte. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der? Wo hat der seinen Anschluss? Aber den kann man ja drehen, oder? Wenn ich ihm jetzt sage, er möchte mir bitte herstellen das da, genau hat er den oben, aber ich kann es drehen zur Seite. Passt. Gut, passt schon. Müsste eigentlich ansonsten reichen, ist ja elektrisch. Also von daher kein Problem. Ich würde mir glatt davon auch einiges herstellen, weil später brauche ich das, glaube ich, relativ viel für, oder was heißt relativ viel, aber ich brauche es in größerem Maße, als man im Moment denkt, für die Rakete und so Scherze. Oder auch für irgendwelche Sachen um die Rakete herum. Ja. Mal gucken. So. Will heißen, wir machen hier einmal Verbindung. Hier geht sowieso hier rüber. Oh, hier klappt es nicht, sehe ich gerade. Moment, das machen wir anders. Vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Und zwar muss ich natürlich Platz lassen noch für das Rohr, was da noch rein muss. Da muss ich ja nicht so viel Platz lassen. Ob das dann was wird, weiß ich nicht. Nö. Ich würde zwar das noch hinkriegen, aber ich kriege. Na, warte mal, doch, das geht. Ja, mal gucken, wie viel brauche ich denn von dem. Huch! Jetzt habe ich einen fallen gelassen. Habe anscheinend irgendeine Tastenkombi gedrückt, die. Okay, warum nicht? Nee, möchte ich jetzt nicht machen. So, ja, okay, dann machen wir es halt so. Ist jetzt nicht optimal, aber könnte sein, dass es trotzdem klappt. Mal schauen. Irgendwie kriegt man es hin.
ist hier. Du kannst hier im Prinzip ganz rüber. Also das hier ist gerade pulverisiertes Silizium oder so, ne, was da drauf liegt, glaube ich. Ist es so? Ja, Powder Silicon, genau. So, ja, hier wird also richtig weggezerrt. Da muss einiges jetzt hingeliefert werden. Schaffen die das? Die scheinen das ganz gut zu schaffen. Aha. Hier ist gerade einiges zu viel drinnen. Der hat hier anscheinend zu viel angeliefert. Die haben es halt einfach mal reingeschmissen, weil sie zu schnell waren, die Robis. Ja, und jetzt hat sich's normalisiert hier. Das erste Mal anzerren war halt schlimm, bis das mal voll war hier. Jetzt geht es. Okay, viel Spaß. Dann haben wir das noch fertig. Und das wird jetzt ein bisschen komisch. Ja, mal gucken. Also, ich möchte, dass ihr mir herstellt Siliziumnitrid, was die Rohzutat für Keramiken ist. Was ich dann brauche, um mir meine nächst besseren Dampfmaschinen und so weiter zu machen. A la Bob. Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Achso, das hätte ich in der Mitte. Na, ist egal, machen wir es lieber außen. Trottel. So. 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 Gut. Dann läuft es so. 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 Ja, und hier wird's blöd. Warte mal. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Na ja, gut, den kann ich gleich korrigieren. Da muss ich den ganzen Scheiß dann halt wegtun. Ja, da muss ich hier mit unterirdischen Bändern arbeiten. Und tatsächlich dann alles von einer Seite aus machen. Das geht trotzdem besser. Ist egal. Das geht wahrscheinlich nicht. Doch, das müsste sogar noch durchgehen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt habe ich jede Menge Powder, Silikon, Dingsbums, Zeug im Inventar. Das kriegen wir gleich los. Müssen wir gleich loswerden. Das hilft ja alles nichts. So. Also müssen wir hier... Es wird natürlich nicht besser, ne? Es wird eher schlimmer. Gehen wir mal bis hier hoch. So, okay. Jetzt habe ich natürlich noch mehr von dem Scheiß im Inventar. Wo ist es da? 128 Stück. Ganz toll. Aber die kann ich euch ja gleich reinballern. Ist ja auch egal. Das heißt, ihr habt gleich mal hier unteren. Ihr braucht nichts. Bitte schön, viel Spaß. So. Hier eine Verbindung herstellen, hier eine Verbindung herstellen. Ach so, hier fehlt mir eine Verbindung, du Spinner. Ach, Matze. Das heißt, jetzt habe ich wieder blödes Powder-Silikon dabei. Jetzt verliere ich leider ein bisschen davon. Das ist dann so. Irgendwie mache ich hier gerade voll den Unsinn. Aber ich brauche jetzt hier eine Verbindung. Da rein. Alter. Egal. Hauptsache es funktioniert.
So. Sieht unmöglich aus, aber okay, egal. So, Siliziumnitrit. Ups, Rohstoff eben für Keramik. Alter! Ja, jetzt habe ich aber gleich die Schnauze voll hier. Was mache ich denn für Blödsinn? So, jetzt na, kein Unsinn machen hier. So, zumindest nicht mehr als nötig. Wäre ganz schön. So, Siliziumnitrit kriege ich nicht bis da runter, weil das da stört. Dann lassen wir das halt mal ausnahmsweise hier oben raus. Zack. Okay. Klappt. Jo. Und jetzt wird's witzig. Nicht. Überhaupt nicht. Weil ich nämlich hier nicht hinkomme. Moment. Doch, kommen wir. Wir müssen ein bisschen tricksen. Ein bisschen sehr sogar, aber egal. Und schon wieder habe ich jede Menge Powdered Scheißendreck drin. Den wir loswerden können. So. So, jetzt könnte es dann irgendwie funktionieren. Und zwar mit einem langen. Genau. So. So, genau funktioniert. Hier ist übrigens genau derselbe Spaß. Hier kriegt es ja genauso wenig hin. Ich habe da wohl nicht ganz nachgedacht, wa? Hier wird es gerade noch gehen, aber danach ist Schluss. Entweder ich einen Abstand machen müssen. Wir reißen das Ganze nochmal ab, weil es so schön ist. So, ihr habt ja alle trotzdem Verbindung. Und euch muss ich jetzt anders verbinden. Eine Verbindung da unten könnten wir, glaube ich, sogar machen, ne? Haben wir gesagt. Das würde gehen. Wir könnten es aber auch hier machen. So. Unmögliche Konstruktionen einfach nur, aber egal. Ich muss hier hoffentlich niemals rein, um irgendwas zu korrigieren. Ach doch, hier stimmt es ja sogar. Ah, das geht nicht. Das geht, warte mal. Ach du Trottel! So, können wir jetzt mal Schluss machen mit Blödsinn vielleicht? Nee, können wir nicht. Es geht weiter mit Unsinn. So. Jetzt vielleicht. Meine Fresse. Okay. Grausam. Irgendwie grausam. Was ich da zusammenbastel, aber Hauptsache es funktioniert irgendwie. Also ihr kriegt erstmal, du musst da wegnehmen, da reinballern und ich glaube, das stimmt. Ja, und das Ganze kriegt ihr alle. Ich wünsche euch Spaß. Gut, ihr fangt also an. Ja, und der macht da draus dann, glaube ich, nee, nur eins, aber okay, ist ja egal. Das klappt schon.
Ja, es scheint zu klappen. Die machen das dann nach und nach richtig weiter. Ja, sind jetzt voll, werden nicht ausgeleert. Pech gehabt, egal. So, da funktioniert's. Ich habe übrigens denselben Scherz schon wieder, fällt mir gerade auf. Warum kann ich nicht einmal bis zum Ende denken? So. Sonst kriege ich hier keinen Greifi ran, absolut nicht. Ach, ist das zum Reiern, ey. So, dann bitte das da rein. Das von mir aus hier rein. Ich wünsche dir viel Spaß. So. Ja, das hätte man schöner bauen können mit Sicherheit. Hätte ich mir ein bisschen was überlegt, dann wäre das besser gegangen. Jetzt lassen wir es so, wie es ist. Schön ist was anderes. Los geht's, lange Greifis. Hier genau derselbe Spaß. Dann kriegst du eine und die sieht so aus. Jawohl. Ihr werdet natürlich andersrum konfiguriert. Dein Pickup muss natürlich hier sein. Und das kriegt ihr auch alle. Der letzte hier fehlt, aber den kann ich so machen. Bitteschön. Chaotentum, ey. Aber gut, jetzt steht's richtig alles. Scheiße. Das hätte man schön bauen können, dass ich mal ein bisschen was überlegen können. Ach ja, egal. So. Okay, Kameraden der Ostfront, bringt mir den Scheiß hier raus. Rohmaterial für Keramiken. Dankeschön. Mein Gott, ey, so eine Scheiße. Ja, schön Blödsinn gemacht. Ich würde das Ganze sogar noch ein bisschen weiter rüberziehen. Ach so, ja. Das ist ja schön. Dann halt so. Ja, da wird mir auch jetzt gleich der Hangar irgendwo im Weg sein. Ist aber egal. Da können wir ja außen rum. Wir wollen gleich noch ein bisschen was anderes bauen. Und gleich noch ein paar Roboter aufrüsten auch. So, machst du das einfach noch mal ein bisschen voll, das ist ja wurscht. So, hier kommt es. Ne, da kommt es nicht raus, da kommt es raus. Aha, okay. So, dann bitte das Ganze hier so hin. Viel Spaß. Das Ganze natürlich in einer Anbieterkiste. Mit einem Greif hier reinballern. So, geht natürlich jetzt nicht, weil er keinen Strom hat. Kriegen wir aber gleich geregelt mit dem Strom. So. Dankeschön. Bitte begrenzen. Jetzt. Let's fets. Okay, das wäre der nächste Spaß. So, wenn wir jetzt auf die Prozessoren wollen, was ich ja muss. Prozessoreinheit, ne? So, dann brauche ich Superior Circuit Board. Also, überragendes. Nee, Superior, ist in dem Fall nicht überragend, das ist erstklassiges. Ja, egal wie. Also auf jeden Fall, ne, höherwertiges. Nicht normal, weil das ist das Basic, dann kommt das Normale und das ist eben das höherwertige, verbesserte. Verbesserte Platine oder wie auch immer. Okay, super. Ja, wollen wir haben. Brauche ich aber Fiberglas. Ansonsten Gold, Kupfer. Ja, okay, passt schon. Ich glaube, Gold habe ich auch schon irgendwie am Bus und mit Sicherheit auch in der Anforderungskiste. Also, mit Sicherheit will ich nicht sagen, aber ich glaube schon, oder? Ja, habe ich. Gut. Gut, also Fiberglas. Na gut, Kunststoff und Glas. In einer ganz normalen Maschine.
zusammengebastelt. Oder auch in der Elektro. Es wird in der elektronischen auch gehen. Es wäre vielleicht sogar besser. Die hat eine Herstellungsmenge von 2 und die elektrische hat eine Herstellungsmenge von 2,25. Die ist ja schneller. Also hopp. Und kleiner eben. Das ist das Schöne. Kleiner. Und die Schwierigkeit haben wir da ja nicht. Fiberglas ist ja nicht schwierig. Es ist Kunststoff und Glas. Zack, zack. Auf ein Band. Los geht's. Puh. Aber ich würde das so machen. Weil das erfordert ja mehr, diese Sache. Erweiterte Schaltung oder Prozessoren. Das ist ja noch keine erweiterte Schaltung, sind die Prozessoren. Das ist ja schon wieder mehr. So. Ist das gerade überhaupt hier? Ja doch, schon. Sieht so krumm aus irgendwie. Na gut. So hat sogar Strom schon. Dann holen wir uns hier eine Anforderungskiste. Es wird nicht reichen, die eine, aber die eine ist schon mal ein guter Punkt. Und dann fordern wir an. Kunststoff. Ist ein ganz normales Zwischenprodukt, glaube ich. Jo. Keine 5000, bitte. 1000 reicht. Ich habe einigermaßen schnelle Roboter, das passt schon. So, und Glas. Das ist ein Bob-Produkt. Das gibt es normalerweise nicht. So, viel Spaß. Dann können wir im Prinzip eigentlich schon vorbereiten. Und zwar würde es dann so laufen. Dann kommen hier praktisch Filterärmchen dran, die natürlich noch Strom brauchen. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Kriegen wir sogar gut hin. Machen wir aber mal so, damit wir da den nächsten vielleicht auch noch haben. Okay. Dann filterst du mir meinetwegen raus den Kunststoff. Ja, oder weil wir gerade da sind, das Glas ist ja egal. Und du filterst mir raus, überhaupt brauchst du ein anderes Aufnahmeritual, das, jawohl, und du filterst mir den Kunststoff raus. Viel Spaß. So, passt. Geht dann rein. Richtig rum, bitte, dann wird's auch was mit dem Nachbarn. Würde ich hier mal trennen, scherzeshalber, ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber ist egal. Wie war denn das bei den Modulen? Fiberglas, genau. Goldplatte und es ist praktisch genau dasselbe. Also Modul-Logik-Board würde ich aber trotzdem bei den Modulen machen. Da würde ich das Fiberglas irgendwie in eine Anforderungskiste stecken. Ja. Also hopp. Das heißt, hier kommt die erste Produktion hin. Machen wir ruhig ein bisschen Platz sparen, würde ich sagen. Also nicht Platz sparen, sondern ruhig plötzlich Platz verschwenden. Das ist egal, dann habe ich genug Sicherheit hier. Das passt schon. So, jetzt warten die darauf, dass das hergeliefert wird. Alles gut. Dauert natürlich ein bisschen. Ja, hier geht's. Die kommen auch ganz gut hinterher. Wunderbar. Wir stellen Keramiken her. Wir stellen gleich Fiberglas her. Wir stellen das Zeug eben her. Wir stellen Öfen her. Wir haben hier in einer Anbieterkiste wir haben die Fabriken. Habe ich die Chemiefabrik schon in der Anbieterkiste? Ich glaube nicht. Die würde mir nämlich noch fehlen, um das nächste Wissenschaftspaket zu machen. Produktion. Ja, was interessant wäre jetzt für mich. Es gibt mehrere, was interessant wäre. Das Produktionswäre eben auch interessant. Ach, kommen die ersten, glaube ich, mit Kunststoff. Ja, kommen sie an wie ein langer Rattenschwanz. Brrr. Sind da schon welche mit Glas dabei? Ach ja, da ist auch schon eine mit Glas. Da ist eine mit Glas. Gut. Man sieht genau, manche sind schneller. Ne? Das sind die roten. Die pesen da ab und zu vorbei. Sehr schön, gefällt mir. Ja, dann brauchen wir hier also nochmal eine Anforderungskiste. Irgendwo an einer anderen Stelle. Hier ist eine Anbieterkiste, das soll dann für die Fabriken sein, ja genau. Hier haben wir keinen Platz mehr. Ja, an der Seite vielleicht irgendwie. Sollen von der Seite noch was reinbringen und zwar dann eben wegen der Logikboards. Alle Module kriegen wir hier eh nicht unter. Das müssen wir dann nochmal in der nächste machen. Vielleicht sollten wir das sogar tun. Naja, gut. Das ist in der Anbieterkiste. Ja, passt. Gold ist dabei. Da schwirren sie rum. Trotzdem sind noch 3000 verfügbar. Obwohl eben so viele unterwegs sind. Geht schon. Das Schmiermittel muss ich auch noch mit rüberbringen. Das brauche ich dann nämlich jetzt wegen Titan lagern. Und so scherzen, was ich auch brauche für die nächsten Fabriken. Natürlich. Nächsten Kraftwerke.
Hier ist alles voll. Du gibst mir mal die 250. Bauroboter finde ich nicht so wichtig. Tut mir leid. Also die Logistiker, ja. Ich werde bestimmt noch mal mit den Baurobotern was machen. Mir das auch mal angewöhnen. Im Moment bin ich ganz froh, dass ich das mit den Logistikern mir angewöhnt habe. Bitte schön, viel Spaß. Rennt los, wie die Bekloppten. So, jetzt hole ich mir erstmal neue Materialien. Da fehlt mir nämlich so einiges. Den Hochofen kannst du übrigens rausmachen. Stattdessen kannst du mal den ganz normalen Lichtbogenofen da reinmachen. Wie werden das? Das wäre doch voll die Sache. So. Das ist nämlich dann jetzt der, den wir brauchen. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ja, die machen hier beides rein, genau. Das war mit Absicht so. Das passt. Schön. Wunderbar. Die Wafer brauche ich dann nämlich, glaube ich, auch noch bei dem nächsten. Hier? Na klar, brauche ich auch Wafer. Allerdings nur 4. Wie viel habe ich bei den Transistoren gebraucht? Nö, was heißt nur 4? Ich brauche mehr. Aber gut, ist egal. Passt schon. Chemie wollte ich jetzt noch, genau. Die Chemiefabrik wollte ich jetzt noch in eine Anbieterkiste stecken. Und zwar die Chemiefabrik 1. Die 2er brauche ich nicht. Ich brauche die 1er in einer Anbieterkiste. Zack. Machen wir es so, damit er nicht gleich Mist baut. Da kommt die Müllabfuhr, man hört's. So, jawohl. Das ist dann die Chemiefabrik. Gibt es eigentlich schon die nächsten Module? Ja, ich könnte schon die nächsten Module forschen. Ich könnte jetzt echt mal wahnsinnig viel Modulforschung betreiben. Puh, ja, komm, mein Gott, damit es weg ist, ne? Forsch mal ein bisschen Module. Was ist das denn? Ach, das sind dann die Raw Productivity. Grüne Module, ja, jetzt kommt das ganze neue Zeug dazu, genau. Ja, Pollution Producing Module, wer die braucht, weiß ich nicht. Oder brauchen wir die für irgendwelche anderen Module? Das kann auch sein. Aber im Normalfall würde ich sagen, brauchen wir das nicht. Ach, scheiße, das geht nicht. Es sei denn, ich ändere das da. Ich muss das ändern. Das heißt auch, ich muss das ändern. Was natürlich weniger schön ist. So, jetzt habe ich nämlich irgendwas getötet. Ja. Sieht man deutlich, ich habe die Fabrik komplett lahmgelegt. Das gefällt mir natürlich jetzt nicht, was ich da jetzt machen muss. Wir können aber tricksen. So, machen wir es so. Jetzt ist auch die Fabrik nicht mehr lahm da hinten. Passt, die hat wieder Strom. Ja, ist jetzt nicht schön, aber muss ich jetzt so machen. So. Damit ich eben hier das Zeug rauskriege. So. Okay, und dann kommt das nämlich hier raus. So, da ist die Chemiefabrik. Kommt dann in eine Anbieterkiste. Kommt ein... Natürlich geht's knapp nicht. Es ist zum Kotzen. Aber das kriegt man geregelt, indem wir ganz einfach einen großen Mast hinmachen. Oder den nächst höheren. So rum. Das begrenzen wir bitte. Und zwar sollst du Chemiefabrik auszählen. Logischerweise. Wo ist sie denn? Da ist sie. Und die zählst du mal aus bis, ja, so 400 was. Oder vielleicht 300. Tschüss. Viel Spaß. Leg los. So, und jetzt stimmt's auch alles. Jetzt haben wir alles drin. Hier übrigens auch die Kiste, glaube ich. Ja, genau. Ich bis 500 gelegt. Passt. Wunderbar. Dann haben wir nämlich schon alles vorbereitet für die nächste. Ach du Scheiße, das Video ist schon wieder eine halbe Stunde. Mein Gott, und nichts geschafft. Also, machen wir noch schnell hier, ne? Hier ist klar, was vorbereitet ist. Wir haben hier drin Eisenstangen, wir haben hier drin, das ist auch neu, aber ist normal, weil Beton ist armiert, ne? Wir haben hier drin Ziegelsteine, wir haben Wasser. Also die Steine würden praktisch pulverisiert werden, dass man eigentlich wie heißt denn das Scheiß? Klinker. Ja, dass man Klinker rauskriegt. Und dann passt das schon. Gut, Beton wird hergestellt einfach in der Fabrik, oder? Ist das richtig? Da
Das ist richtig. Los geht's. Assembling Machine. Dann haben wir hier mal so viel ran. Na, warte mal. Ein bisschen Abstand. So, das wäre Beton. Ihr braucht das eigentlich zusammen. Wir machen das mal so. Wir machen mal hier einen Teiler ran. Scherzeshalber. Ich weiß nicht wofür, aber einfach mal so. Einfach, weil wir es können. So. Machen hier natürlich logischerweise einen Teiler ran. Brauchen wir ja. Da. Da. Hier würde der Beton rauskommen. Zack, 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 zack. Hier genau dasselbe. Jetzt brauchen wir noch einen Wasseranschluss. Möchte ich erstmal sehen, wo du den überhaupt haben willst. Ja, ist natürlich Bullshit. Den machen wir wieder außen ran. So. Also machen wir wenigstens das auch noch fertig. Viel ist heute nicht passiert. Wir sind also dabei, uns den Weg zu ebnen für die nächst besseren, für Prozessoren. Ne? Ich fange jetzt an, Fiberglas herzustellen. Also erstmal alles zu sammeln, dann kann ich es herstellen. Ja, jetzt eben habe ich Beton noch fertiggestellt. Ich bin weiterhin dabei, die Roboter aufzurüsten. Ich sage hier vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung da lassen. Gerne einen Kommentar. Ja, Beton jetzt endlich mal in der Produktion. Den könnte ich schon lange produzieren. Naja, gut, was soll's. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gebraucht. Ich brauche ihn aber demnächst, wenn ich die nächst besseren Factory Simo-Gebäude habe, weil das braucht dann, glaube ich, 1000 oder 2000 Beton oder so. Das ist, aber ich will die vielleicht bauen. Die ganz riesen Dinger. Gerade für später für die Uranproduktion oder so wäre es interessant, da richtig viel Platz zu haben. Gut, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Bewertung. Es ist ein bisschen chaotisch, aber trotz allem, es wird, ne? Also was heißt chaotisch? Es ist nicht effizient. Und ich denke, wie gesagt, na, wir hatten das Thema gestern erst noch, wo der Opa so, ja, du hast recht, klar. Wir hatten es auch wieder, ich habe es wieder gehört, auch beim Gronkh sein Satisfactor-Video. Ja, natürlich. Ich denke nicht groß genug. Stimmt. Es kann niemals genug sein. Niemals. Mal gucken. Vielleicht mache ich es in dem Angel-Ding dann wirklich, dass ich das Ganze in einer Dimension dann mache. Ja, mal schauen. Oder dass man eben erstmal anfängt und dann abreißt tatsächlich. Dass man sagt, komm, scheiß drauf. Alles weg und jetzt groß wieder hin. Vielleicht, mal gucken. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part dann bei der Herstellung von wahrscheinlich integrierten Elektronikbauteilen oder so. Weiß nicht genau, wie das heißt. Komplett dann Fiberglas, ne? Und dann eben auch natürlich das erweiterte Platine oder so. Irgendwie so heißt es, glaube ich, oder fortschrittliche Platine. Ja, ist nicht schwierig, ist im Prinzip genau dasselbe, nur dass wir Zinn gegen Gold tauschen und natürlich das Holz oder was, wie es heißt, gegen Phenolicboard, gegen Fiberglas. Passt, bis dann. Ich wollte mir jetzt holen, was? Auf jeden Fall mehr Rohre und Greifis muss ich auffüllen und Masten auch. Oh Mann.